Schön, wie wieder da seid zu einer neuen Folge am Fensterländer 2022, Türchen Nummer 12. Genau, Türchen Nummer 12. Meine Güte. Heute, und dann sind es nur noch 12 Tage. Ich wollte schon. Ist doch der Wahnsinn. Und dann ist schon Weihnachten, dann haben wir bald Silvester und dann ist das Jahr schon wieder um. Du bist mir eine Flocke. Hast du schon wieder gelünkert gehabt vorher? Nein. So, und wie soll es auch anders sein, ihr Lieben? Ne? Guckt euch mal diesen Knoten an. Wir sind ja im... Na, also, für alle, die das gerade auf YouTube sehen. Wir sind im Livestream hier. Und ihr kennt es, ne? Der Livestream nicht. Ihr kennt es. Wir brechen uns jetzt wieder die Finger. Vor allem... Bei den Knoten, der hier drin ist, das könnte noch lustig werden, glaube ich, heute. Oder ich kriege doch die Gusspfanne über den Kopf gezogen. Ich hatte das, du bist die Gusspfanne. Du meinst, ich kriege die Gusspfanne? Ja, danke schön. Das, so weit. Bing. Das ist ja wieder ein Spaß hier. Mit einem Unsichtbaren. Mhm. Glaube ich, das muss Mama machen. Nein. Muss die Mama nicht, denn wir holen unsere Hilfe. Nein, nein, nein. Nein. Weil ich nicht schneiden möchte. Aha. Und warum machst du das? Das hat mir das mal. Was soll ich dir denn da sagen? Darüber? Dass ich das nicht mehr, dass ich das damit unterstütze, um das aufzumachen, um mir nicht die Finger zu brechen. Hä? Ja. So, im Übrigen, ich hab's auf. Hast du dein Werkzeug geholt? Nein. Warum nicht? Keine Ahnung. Ja. Natürlich nicht. Keine Ahnung. So. Dann schütten wir das mal aus. Und dann bauen wir die Vorderachse zusammen. Jawoll! Nein, das hier brauchen wir nicht. Ach so. Nicht jetzt. Das brauchen wir gleich erst. Genau. So, jetzt müssen wir erstmal hier die Teile sortieren, bitte. Also, wir haben... Guck mal. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Moment. Da müssen wir gleich drei Teile abmachen. Dann haben wir das Teil. Und wir haben das. Okay. Bist du ready? Ja, mit einer. Okay, dann würde ich sagen, erstmal hier oben den kleinen. Na, nicht so tief. Wie haben wir gesagt, dann gehen wir? Da. So, einmal. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen falschen abgemacht. Nein. So, dann haben wir den da noch. So. Sehr gut. Dann haben wir das schon mal fertig, das Teil. Nehmen wir uns jetzt hier das nächste Ding. Einmal wieder da oben. Das machst du bitte vernünftig. Jo, ist weggeflogen. Und einmal da. Da unten drunter. Genau. So. Ich so hab das dann. Ja. Dann haben wir das. Ja, den macht der Papa gleich. So, jetzt machen wir hier oben. Ach so, da. Ich hätte das fest. So, da. Okay, Moment. Dann. Langsam. Aua! Entschuldigung. Aufpassen. Entschuldigung, ihr Lieben, dass ich euch jetzt ins Ohr geschrien habe. Aber aufpassen. Bitte. So. Jetzt da oben. Dahin, genau. Und
Einmal da noch. Sehr gut, so. Okay, jetzt. Mal, mal gucken. Ah, warte mal. Einmal so rum. Oh, warte mal. Den mach ich mal eben da ab. So. Nein, wir gehen dahin. Du bist nicht dran. So. Ganz vorsichtig jetzt. Und ne, der ist zu dünn, ne? Den kriegst du nicht, oder? Ja, mit meinem Superkraft. So. Der war und doch einfach. Den. Der war doch einfach. Ja, nee, der musste schon genau weggeklemmt werden. So. Okay. Dann haben wir die Sachen. Jetzt gucken wir mal, wie das funktioniert. Also. 47 sind die beiden hier. Das Teil. Und das Teil. Kommt das jetzt da drauf? Ja. Ja, das. Mach ich morgen. Kannst du den. Oh, ich krieg das da nicht drauf. No. Wo ist denn jetzt? Da liegt der, ne? So. Was ist das denn? Das ist doch falsch. Eins, zwei. Hier fehlt doch irgendwas. Nein. So, Moment. Also, der kommt. Der kommt so. Richtig, richtig. Da ist doch der. Einfach so. Ja, aber da kommt der ja nicht hin. Ich muss. Mach jetzt den hier erstmal. Oh. Sag mal. Ich kann das so nicht. Und ich bin in nee, du bist nicht in meinem Licht. So, das war Nummer 1. Jetzt kommt's. Nummer 2. So, dann kommt gleich das da drauf und jetzt müssen wir das da dran kriegen. Boah. Okay, Luca, würdest du einmal aufstehen? Ich krieg das sonst nicht dran gedrückt. Ganz kurz, nur bleib hier. Komm hier, du kannst dich ja hier hinstellen. Es will da nicht drauf.
Ah, jetzt aber. Oh, dann haben wir das drauf. Okay, jetzt müssen wir mal schauen eben. Ist der andere Drucker jetzt auch fertig? Ja. Ah, sehr gut. Oh. Na? Warum jetzt? Ach, das gibt's doch nicht. Hä? So, der soll dahin. Also, Moment mal. Also, irgendwas stimmt hier nicht. Ich kapiere nur noch nicht was. Kannst du mal gucken, Luca, beim Papa unten in der Schublade, in der dritten, da liegt eine blaue Zange. In der dritten Schublade liegt eine Zange mit Blau, in Blau dran. Ja. So, jetzt klicken wir uns das hier mal. Nee, jetzt ist der aber daneben. So, jetzt ist er drin. Und jetzt haben wir die Vorderachse drin und dran und machen uns jetzt noch die beiden Fänger dran. Oh weia. Das wird auch noch ein bisschen, ein kleines bisschen dauern. Du die noch? Was denn? Nein, die brauche ich nicht mehr, mein Schatz.
Zumindest habe ich es bis gerade geglaubt, dass ich sie nicht mehr brauche. Wieso bist du das weggebracht? Bis zum Mond. Nee, hast du nicht bis zum Mond gebracht. Doch. Nein. Doch. Und die Sweetlips da. Und das ist da. Ich krieg das nicht hier dran. Ich bräuchte bitte noch mal die Zange. Luca, bitte. Ich brauche jetzt Hilfe und da ich keinen drei Arme habe, montiere ich mir jetzt meinen Schraubstock hier mal eben an den Tisch, weil es wird nicht, es funktioniert nicht. Es Was? Funktioniert gerade überhaupt nicht, Was funktioniert nicht, dass ich das da fest bekomme. Mhm. Und deswegen hören wir das jetzt mal eben hier festhalten, einspannen. Hallo. So, jetzt müssen wir uns mal überlegen, welcher jetzt der richtige hier ist. Ich hab deinen Arm. Ich hab deinen Arm. So. Einmal. Jetzt müssen wir das Spielchen noch auf der anderen Seite wieder machen. Okay. Könntest du Papa mal helfen? Wobei? Halt mal deinen Finger hier drauf. Da drauf halten. Genau. Nicht bewegen. Der darf sich jetzt nicht bewegen, okay? Mal loslassen. Ich sehe. Du musst nicht fest, nur draufhalten. Okay? Kannst das von der anderen. Ah, deswegen kriege ich den nicht drauf. Moment. So. Okay, da haben wir's. Oh, ey, das ist aber auch ein Akt. So, wir haben es geschafft. Die Achse mit Rädern ist fertig. Es war wieder ein Akt, das Ding dran zu friemeln. Und jetzt werden wir
die Achse hier vorne verbauen. Vorne? Ja, vorne. Richtig? Habe ich die jetzt. Habe ich das Teil jetzt falsch rum drauf gemacht? Ja. Ich glaube auch. Und ich gehe nach unten zu Teller. Du gehst nach unten in den Keller, aber willst du in den Keller? So. Und ich habe das obere Teil falsch rum drauf gemacht. Oh, ich könnte wieder flippen, ne? Och, nee. Also kommt es doch so rum drauf. Staubig war es da unten. Ja. Ja, musst du dir mal einen Lappen nehmen. Und das dann unten sauber machen. So. Achse unten falsch rum montiert gerade. Da musste ich das obere Teil wieder abmachen. Aber irgendwas stimmt hier trotzdem noch nicht. Und ich weiß noch nicht was. Wir haben das erstmal alles richtig dran gemacht. Oh mein Gott, 22. Total unter die Seite. Ja. Heute wird das doch länger. Heute wird es dann doch mal eine längere Folge. Aber hätten wir das jetzt nach unten? Nein, da ist es ja auch nach oben. Hä? Ich verstehe gerade nicht, wie die das da reinkriegen. Wo das jetzt hin muss hier. Also laut Bauplan nehme ich jetzt das Teil, setze es so hin und das Teil. Ah, doch. So. Okay. Ah, okay. Aber dann ist, also ganz ehrlich, die Lenkachse, ne? Das ist ja. Er ist ja leichter Humbug, so wie die das Teil hier montiert haben. Ich würde das mal eben meiner Frau zeigen. Und zwar laut Bauanleitung kommt dieses Teil, so habe ich es jetzt auch eingebaut, so da rein. Siehst du das Problem, was hier herrscht? Das kommt an den Körper unten dran. Und jetzt? Das schleift. Also eigentlich laut Bauanleitung, laut Bauanleitung richtig, aber hier falsch, weil das darf nicht reinkommen und es muss freien Spiel haben. Und das ratscht dann auch. Und somit ist das Bauteil falsch rum dran. Meiner Meinung nach. Hier ist es genau nach Bauanleitung gebaut. Aber es ist falsch rum. Also das ist definitiv nicht richtig. Aber lass es mal zu. Wir lassen es jetzt so, weil es steht eh auf dem Regal. So, meine Freunde, und das war's schon wieder von dieser Folge. Heute mal was länger. Gestern hat es ja nicht so lange gedauert, da waren es nur 7 Minuten. Heute sind wir bei 25 und es gibt noch eine Kleinigkeit, die euch der Luca sagen möchte. Also, hört mal genau zu, was er euch jetzt sagt.
In 3, 2, 1. Abonnieren, klick die Glocke, da könnt ihr auch deine Videos mehr verpassen. So sieht's aus und damit sagen wir tschüss. Bis morgen zu einer weiteren Folge. Euer Luca und euer Deuter. Bye, bye.